zeigen heute mal, was man bei der Tatzenabnahme macht. Das sind die Abzeichen, die man bei der Kinderfeuerwehr bekommen kann. Bei der Jugendfeuerwehr sind das ja die Jugendspangen und die Leistungsspange. Und für die Kinderfeuerwehr hat man die Tatzen 1 bis 4 eingeführt. Und das spiegelt eigentlich auch so ein bisschen die Arbeit wider, die wir mit den Kindern bei der Kinderfeuerwehr machen. Und alle Kinder, die auch sonst nicht mit bei den Feuerzwergen sind, die aber mal mitmachen wollen, dürfen jetzt gerne mit dazukommen. Und dann würden wir mal hier unsere Stationen nach für nach abgehen. Die Mindestschutzausrüstung der Feuerwehr nennen sollen. Und da haben wir hier mal ein paar Anziehsachen hingelegt. Und da wäre jetzt die Frage, was glaubt ihr, ist denn die Mindestschutzausrüstung von der Feuerwehr? Ich weiß es. Ja. Marek, dann nimm du dir doch mal das erste Teil und leg das mal so ein bisschen an die Seite, was dazu gehört. Was ist das? Die Handschuhe. Ja, leg die ruhig mal da unten auf den Hof. Genau. Genau, der Feuerwehrhelm. Leon. Ich weiß es auch nicht, ne? Feuerwehrjacke. Genau, die Feuerwehrjacke. Die Jacke. Liana. Was gehört noch mit dazu? Die Schuhe. Ja, die Stiefel, ne? Mhm. Finn, was die Hose. Noch? Ja, dann legen wir die Hose noch mit dazu. Ja. Und haben wir dann alles? Nein. Nein. Was fehlt denn noch? Ich weiß es. Es fehlt noch die Jacke und die Schürze da. Die Schürze? Ja, die fehlen noch. Ja, wir haben jetzt die dicke Jacke und die dicke Hose hingelegt. Weiß jemand, wann wir das anziehen? Wann? Wenn es brennt. Genau, wenn es brennt. Jan-Luca, wann und genau? Und wenn es kalt ist. Ja, wenn es kalt ist, ziehen wir das auch an. Leon? Ich mache es. Ihr könnt das gleich bei den Aktiven noch mal genau sehen. Das ziehen wir an, wenn wir ins Haus reingehen, wenn es brennt. Ne? Und sonst ziehen wir hier die dünneren Sachen. Wir haben da dann auch Möbel reingestellt. Das siehst du gleich. Blume, ne? Genau, Streichhölzern anzünden. Da sagen wir natürlich, dass das zu Hause nur mit den Eltern gemacht werden soll. Oder mit irgendeinem anderen Erwachsenen. Aber dass sie so ein bisschen die Angst davor verlieren und halt auch den sicheren Umgang damit lernen. Aber eben nochmal umdisponieren. Sag's doch mal laut in die Richtung. Das ist das Strahlrohr. Darf ich jetzt? Ja, aber das hebt ihr vielleicht zu zweit. Genau, hebt nee, es zu zweit und zeigt es einmal in die Richtung. Aaron, geh mal weg. Das ist der Verteiler! Genau, super. So. Und was macht man damit? Damit kann man Schläuchern machen. Und wenn man das hier zudreht, dann kommt da kein Wasser durch. Kann ich ja. Jetzt? Genau. Kann ich jetzt? Und jetzt ist es offen. Kann ich jetzt? Wollen die anderen auch mal reingucken, wenn es offen ist? Warte. Ich muss erst mal aufmachen. Genau, und noch eine Aufgabe ist, dass die Kinder einen Feuerwehrknoten oder einen Schuhknoten zeigen. Hä, hallo, das geht nicht. Doch, warte. Ja. Guck, das geht nicht da runter. Fertig! Super, sehr gut. Das geht nicht fest. Das geht wieder, Januka. Ne? Sehr gut. Warte, warte, so mal. Und jetzt geht's durch. Ich weiß nicht mehr, wie das in den Schläuchen geht. Super. Dann stell dich dann jetzt erst mal den, den wir eben gemacht haben. Oder einen Schuhknoten. Wir und mir. War das richtig? Ja, war richtig. Warum habe ich hier das erzählen? Die können bei mir abschließen. Nein. Nee, das ist Marek. Das sind die Stationen, die die Kinder für die Tatzenabzeichen durchmachen müssen. Wer das jetzt gleich nochmal ausprobieren möchte, der darf gerne auch nochmal die Stationen sich angucken. Und normalerweise nehmen wir einmal im Jahr von der Gemeinde alle zusammen die Tatze ab. Aber es waren zwei Kinder, die heute da sind, krank bei der letzten Abnahme. Und da die ja heute gezeigt haben, dass sie das Wissen haben, kriegen die heute ihre Tatze verloren. Amelia, nicht verstecken. Und da hätten wir Amelia, einmal nicht verstecken. Den Jan-Luca, der hat die Tatze 3 gemacht. Kannst du einen Daumen runter nehmen, das ist ein Video.
Anlass heute? So, Janika, herzlichen Glückwunsch. Einmal die Brille und einmal Lächeln. Und andersrum drehen das Ding. Schon besser. Und was zum Anstecken kriegst du auch noch. Das mach ich dir jetzt nicht an die Jacke, sonst mach ich sie noch kaputt. Genau, und die Kinder kriegen bei der Tatze immer eine Urkunde und einen Anstecker. Und die Amy hat die Tatze 1 heute geschafft. Auch für dich herzlichen Glückwunsch. Stopp, dabei stellen. Komm, wir machen noch ein Foto. Und das Ding umdrehen. Genau. Oh. Und jetzt würde unser Aktiven drankommen. Wir sind im Moment 27 Aktive plus neuerdings 3 Mann aus der Jugendfeuerwehr, die jetzt einen Lehrgang gemacht haben, die am Jahresende zustoßen, plus 2 weitere, die ab Mitte des Monats auch wieder auf den Grundlehrgang gehen. Ich würde jetzt das Mikrofon übergeben. Ich delegiere jetzt an Mathis. Ihr müsstet vielleicht mal hier um die Ecke rumkommen, wen das interessiert. Wir führen jetzt vor eine Einsatzübung. Wir haben im BGH eine Wohnung aufgebaut, im Erdgeschoss mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche. Wir simulieren einen Brand und wir würden aus dem Fahrzeug raus eine Einsatzübung mit Atemschutz vorführen. Wen das interessiert, könnt gerne mitkommen. Ihr könnt euch auf die Bühne stationieren. Wir würden uns erst hier draußen hinstellen. Wir gehen das alles Schritt für Schritt durch. Den Angriffstrupp würde auch anschließend die Maske verklebt, dass er nicht so viel sieht. Ich rede jetzt so. Dass er nicht so viel sieht. Und wen das interessiert würde, also uns würde es freuen, wenn ihr natürlich alle um die Ecke kommt und euch das, die Übung einfach mal anguckt. Wir rüsten uns während der Fahrt aus, wir simulieren eine richtige Alarmfahrt und würden auch richtig mit Wasser vorgehen. Dann haben wir den Tom Wiesemann und Ulrike Schreiber, das ist der Atemschutztrupp. Wir werden unterstützt durch den Wassertrupp, das ist die Melissa Bilde und der Torben Scherb. Und der Maschinist, der fehlt noch, der springt dann gleich dazwischen rum, der übernimmt die Bedienung der Pumpe. Einsatzlage ist, wir haben in dem Wohnzimmer oder im Erdgeschoss ein Familienhaus, Grundabmaße 10x10 Meter, ist eine vermisste Person, wir wissen noch nicht genau, wo was ist. Erste Erkundungsmaßnahmen von Leitstellung ist die Meldung gekommen, Raum verfallen und man sieht nicht viel. Das Verfallen haben wir jetzt verzichtet, wir kleben den Antistrop gleich, wenn er seine Schlauchreserve aufgebaut hat, die Maske mit Tapeband ab. Das ist dann so, als wenn man nichts sieht. So üben wir hier. Ich würde das Kommando jetzt an Mathis übergeben. Fang an. Also, Atemschutz, ausrüsten. Das würde jetzt bei uns so passieren, während der Alarmfahrt schaffen wir es, bis in einen Nachbarort reinzufahren. Sie rüsten einen Angriffstrupp komplett aus. Also heißt, wir schaffen es innerhalb von 3 Minuten normalerweise, dass wir einen Trupp komplett mit Maske und alles ausgerüstet haben. Ihr könnt jetzt mal stoppen, mal gucken, ob es schaffen. Wir unser Amtsgeräteträger größtmöglich schützen, und was da gut ist, unsere Gemeinde hat jetzt mit der Stadt Frankenberg und weiteren Kommunen einen Verbundeingang zur Beschaffung von Atemschutzklamotten her. Das ist sehr gut, damit schützt die Gemeinde uns als Einsatzkräfte im Inneneingriff. Das ist doch sehr gefährlich durch Temperaturen dementsprechend. Das kann man jetzt den Befehl absitzen. Im Fahrzeug hat sich der Angriffstrupp jetzt gegenseitig ausgerüstet mit der Atemluftmaske. Und jeder Handgriff, den der Angriffstrupp im Vorfeld eines Innenangriffs macht, sprich beim Ausrüsten, kann mitunter lebensentscheidend sein. Also da ist sowohl gute Ausbildung als auch höchste Konzentration im Einsatz erforderlich. Und da wird eben geprüft, auch ob die Maske soweit dicht ist. Und jetzt rüstet sich der Angriffstrupp eben mit den Flaschen aus und dann stellen wir uns auf. Okay.
Schilder hier vorne auf. 800 Liter Luft drin, die reichen ungefähr bei normaler Einsatztätigkeit roundabout so 30 bis 40 Minuten. Das gibt also einsatztaktische Vorgehen, wie man die Leute abfragt, wann man abfragt und wann man weiß, wann man den Trupp auswechseln soll. Ich habe jetzt hier die Lage erkundet als Gruppenführer, beziehungsweise in dem Fall Staffelführer, weil wir nur zu sechs sind. Eine Gruppe sind immer 9 Leute. Wir haben jetzt nur 6, also einen Staffel. Der Maschinist fehlt noch. Nein. Da ich jetzt noch nicht ganz genau weiß, was los ist, gebe ich jetzt erstmal einen allgemeinen Befehl. Wir bauen eine Wasserversorgung auf bis zum Verteiler und dann geht's weiter. Also, Wasserversorgung, nächste Unterflöte dran. Verteiler, 5 Meter vollen Hauseingang, zum Einsatz fertig. So. Das hat der linke Arm mit dem Rippenträger da oben in der roten Tasche. Das ist ein sogenannter Rauchvorhang. Den können wir zum Schluss noch zeigen. Das ist von der Sparkassenversicherung gekommen. Damit, wir sind ja von den Versicherungen angewiesen oder versuchen, mit so wenig Einsatzmittel so viel wie möglich zu bezwecken. Nicht stehend oder normal bewegen können. Das heißt, es wird gleich die tiefste Gangart benutzt. Seht ihr gleich. Also, außerdem hat sich noch herausgestellt, eine Person wird vermisst. Das heißt, die Einsatzlage hat sich hiermit verschärft. Jetzt gebe ich den Befehl an den Angriffstrupp. Angriffstrupp zur Menschenrettung. Mit erstem Rohr unter Atemschutz in den Küchenbereich durch den Hauseingang vor. Macht ihr mal kurz Angriffshof? Ja. Kurz mal Break. Also an diesem Tipp, wir würden jetzt rein. Das ist ganz gut zu prüfen. Okay, ihr könnt anfangen. Und dadurch, dass die Masken jetzt verklebt sind, sehen die wirklich so gut wie nichts. Also die würden sich wirklich vortasten wie in einem Gang. Problem ist hierbei, man hört das, sie sprechen miteinander, man muss miteinander sprechen. Sie kommunizieren, weil man wirklich nicht sieht. Wir fahren jetzt 5 Bar Wasser drauf. Wir haben aber vorne eine Münze drin, es kann eigentlich nichts passieren, es dürfte kein Wasser rausdrehen, außer es platzt ein Schlauch. Dann ist es so. Wichtig ist, man sieht es jetzt hier, wichtig ist bei einem Innenangriff, man baut vor jedem Raum sich eine Schlauchreserve auf. Wir haben ja eben gesagt, am Anfang hat es das Grundmaß von so einem Haus 10x10 Meter. Man rechnet pro Etage einen 10-Schlauch, der ist 15 Meter, pro Etage nach oben ein zweiter Schlauch mit dabei. Wir legen jetzt einen sogenannten Schlauchloop, das ist relativ neu. Damit kann man Schläuche hin und her rollen. Und jetzt, wenn sie gleich fertig sind, würden die praktisch die wissen, das ist der erste Raum, und würden in den ersten Raum vorgehen, würden nach der vermissten Person suchen. Weil das ganze Gebäude, unser Lagerspiel, ist verqualmt und vernebelt dementsprechend. Der Wasserdruck, der draußen steht, der ist jetzt zuständig, außerhalb der Rauchgrenze, und ist für die Schlauchnachgabe zuständig dementsprechend. Man sieht, sie packen sich jetzt an den Händen an, damit man sich nicht verliert, und würden jetzt Bad merken, das ist die erste Türe, und würden den ersten Raum reingehen. Ja.
Was ihr in diesem Fall weggelassen habt, ist jetzt die Wärmebildkamera. Wir würden gerne anfangen. Wir haben 16.02 Uhr gleich. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Wir, die Feuerwehr Orenburg, freuen uns erstmal, dass doch aus unserem Großgemeindegebiet relativ viele Leute hier vor Ort gekommen sind, von den anderen Feuerwehren hier sind. Wir freuen uns, dass die Gemeinde Diemelsee, vertreten durch den Karl-Wilhelm Römer als Gemeindebrandinspektor,
und die Feuerwehr Benkhausen durch den Herrn Fischer hier vor Ort gekommen sind. Warum Benkhausen hier ist, werden sich viele fragen, da kommen wir gleich noch drauf zu. Und nicht zu vergessen sind unsere Kameraden, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, aus Ombosch am Main. Ist ein Oberburg, am Main heißt es richtig, Ombosch ist das Bayerische. Da haben wir eine kleine Partnerschaft, wir fahren immer mal hin zum Altstadtkulturfest und tun uns in tiefe Gespräche bis tief in die Nacht verwirklichen. Das ist also sehr anstrengend, die Gespräche, aber macht Spaß. Wer sind wir, die Feuerwehr Oberburg? Wir haben uns heute gedacht, was ist das? Machen wir einfach nur eine Fahrzeugübergabe? Oder sagen wir, wir präsentieren uns? Wir haben gesagt, wir wollen uns präsentieren. Die ganzen Abteilungen, was wir haben, wir haben angefangen um 14 Uhr mit der Kinderfeuerwehr. Die Kinderfeuerwehr ist im Moment jetzt Stand 15 aktive Kinder im Alter von 6 bis 10. Das ist für so einen kleinen Ort wie Oberburg schon ganz gut. Dann haben wir um 17 Uhr nächsten Programmpunkt, das ist unsere Jugendfeuerwehr. Mit der Jugendfeuerwehr haben wir das ja geschafft, wo wir schon lange mit am Kämpfen sind oder probiert haben. Wir sind Kreismeister geworden bei den Staffeln und waren auf dem Landesentscheid. Auf dem Landesentscheid sind wir Elfter geworden von 25 Mannschaften, was eigentlich schon recht gut ist. Dort haben wir die Großgemeinde Vöhl, denke ich mal, ganz gut vertreten. Die Gemeinde Vöhl hat uns auch unterstützt mit Fahrtkosten und so weiter. Da nochmal ein herzliches Dankeschön. Die Jugendfeuerwehr würde sich freuen, wenn ihr anschließend um 17 Uhr einmal bei unseren Jugendfeuerwehrkampfplatz geht. Die würde euch ganz gerne mal den Jugendbundeswettbewerb, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, vorführen. Wir würden ihn heute nur ausnahmsweise mit Wasser machen. Das haben sich darauf gefreut. Und ich denke, dadurch, durch einen Kreismeister haben sich das auch verdient. Ihr könnt jetzt ruhig mal klatschen, die freuen sich. Dann fehlt noch eine Abteilung, das sind die Aktiven. Wir haben eben auch schon was vorgeführt. Wir haben vorgeführt einen Atemschutzangriff mit Innenangriff, mit Wohnungsbrand. Das haben sich ja manche von uns auch von euch auch angeguckt. Das war soweit auch in Ordnung. Wir sind im Moment Stand 27 Aktive. Wir kommen, drei Mann haben letzte Woche erfolgreichen Grundlehrgang bestanden. Zwei weitere fahren auf dem Grundlehrgang. Heißt, ich rechne hier in Helme, weil wir ins Redhaus bei uns reingucken. Mehr Platz haben wir leider nicht. Ich will es halt ansprechen, weil hier auch ein paar Gemeindevertreter da sind. Nehmt das bitte mit. Wir haben im Moment, wie es jetzt vor kurzem in der Zeitung stand, stand heute keine Nachwuchsprobleme. Die 1-Abteilung, die bei uns ein bisschen krankt an Nachwuchs, das ist die Alters- und Lernabteilung. Das sind alle, die über 60 sind. Die können sich gerne oder würden sich über Nachwuchs freuen. Ja, das ist die 1-Abteilung, wo wir Nachwuchs brauchen. Da sind wir auch am Arbeiten dran, das kriegen wir auch hin. Ich freue mich auch weiterhin, dass vom Brandschutztechnik Görlitz, der Markus Winning, der uns sehr bei Beratung und abholendes Fahrzeug unterstützt hat dementsprechend. Das war immer sehr angenehm. Wir haben, uns war wichtig, dass wir als Feuerwehr nicht zwei, drei Leute das Auto planen, dass wir als Feuerwehr das Auto planen. Wir haben auch die 5 Jugendlichen, die saßen schon mit dabei und haben ihr Auto für die Zukunft, man rechnet ja in 25 Jahren, haben das mit geplant. Und wir haben das Auto so aufgestellt, aufgebaut, wie wir es heute vorfinden. Vielleicht sagen manche, wir würden es ein bisschen anders machen. Wir sagen, für uns ist es das, wie wir das wollten. Es hat alles super geklappt. Auch danke nochmal an die Gemeinde, die uns dementsprechend finanziell auch unterstützt hat. Wir haben das so aufgebaut, auf der Beifahrerseite ist alles das, was der Atemschutz braucht. Die steigen aus dem Auto aus, gehen einmal Fahrzeug lang und rennen ins Haus rein und können aktiv werden. Und auf der Fahrerseite ist alles das, was der Wasserdruck und der Schlauchdruck braucht. Ich grüße mich, freue mich außerdem, dass unser Bürgermeister Carsten Kallhofer da ist. Vom Gemeindevorstand ist der Andreas Schimaner, der Axel Großmann und der Helmut Rikus hier. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Der Jürgen Klinkert ist entschuldigt, der ist in Urlaub gefahren. Ja, das war... Dann haben wir von unserer GWI, das ist der Heiko Scheel. Und der Björn Knoche sind anwesend, der Marco Amat, der kommt noch, der ist noch privat unterwegs. Und Mitglieder der Gemeindevertretung sind auch welche hier. Vom Kreis, der Herr Frese als EKB hat sich entschuldigt, der ist im Urlaub. Unser erster KB hat auch Urlaub und der Bernd Berghöfer als stellvertretender KB, der wollte kommen, der hat sich aber leider krank gemeldet, der ist richtig erkältet. Soll ich aber trotzdem von allen drei schöne Grüße ausrichten und wir sollten den Tag schon genießen. Von der Presse haben wir einmal den Edeldampfradio da.
der Herr Dudek und von der WLZ ist der Uwe Walter da, dementsprechend. Jetzt kommen wir hin, warum hat Oberhamburg, wo die erst 2014 ein neues Auto gekriegt haben, warum haben die jetzt schon wieder ein, ja, Auto ist das alte von 2014 ins Fahrgestell, aber der Aufbau ist neu. Das war beim Brandendorf Itter am 16.11.2022, gab es nachts auf einmal einen wüsten Feuerschein, das Auto war sehr hell und es gab einen Fahrzeugbrand, ausgelöst durch die Drahtkraftspritze. Das Wichtigste ist erstmal, es ist keinem was passiert. Der Maschinist hat sich nur die Hand ein bisschen verbrannt, das ist mittlerweile wieder er ist wieder gesund, das ist keine bleibenden Schäden hinterblieben, das ist alles in Ordnung. Möglicherweise uns geholfen und haben ihr Fahrzeug schon ein paar Tage vorher abgemeldet und haben umgerüstet und haben ein Fahrzeug aus Adorf, ich hoffe es ist so richtig, in Diemelsich, in Beckhausen stationiert und dadurch waren wir eigentlich Mitte Dezember schon wieder einsatzbereit. Ne, wir haben uns damit geholfen, es war super. Danke nochmal an die Kameraden aus Diemelsee. Stunden dauern. Liebe Feuerwehrkameradinnen, Feuerwehrkameraden, liebe Obernburgerinnen und Obernburger, werte Gäste, liebe Ehrengäste, es ist mir eine besondere Freude, heute dabei sein zu können. Ja, bei der Fahrzeugübergabe habt ihr geschrieben, aber du hast es gerade auch schon richtig gesagt, es ist eigentlich eine Aufbauübergabe. Und es ist eine Übergabe mit einer kleinen Verspätung. Das passt eigentlich gar nicht zur Feuerwehr, denn Feuerwehren dürfen alles sein, aber am besten nicht zu spät. Und das sind sie auch nicht, denn unsere Kameradinnen und Kameraden der Vöhler Ortsteilfeuerwehren sind sehr schnell dort, wo andere gar nicht hingehen würden. Und dafür gebührt ihnen dafür gebührt ihnen unser aller Dank, denn sie setzen sich für das Allgemeinwohl, für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger hier bei uns in der Gemeinde und auch darüber hinaus ein. Und dafür ein ganz großes Dankeschön einleitend von meiner Seite im Namen der gemeindlichen Gremien. Die 50 Jahre aktiven Feuerwehrdiensten Anerkennungsprämie bekommen. Und davon spende ich der Hälfte der Feuerwehr. Dann einmal die Jugendfeuerwehr. Ist Nicole da, oder? Ja. Der Jugendfeuerwehr. Und einmal die Feuerwehr der Einsatzabteilung, Stefan. Jo, danke. Das war's. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Obernburg, lieber Stefan, liebe Kameradinnen und liebe Kameraden, also erstmal darf ich noch die Grüße von Marco und von Björn noch übermitteln. Der Marco hofft, dass er später noch ein bisschen hinzukommen kann. Ja, und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, erstmal ein ganz großer Lob an die Wehr, Stefan, mit deinen Kameradinnen und Kameraden. Ihr habt ja heute nicht nur eine Fahrzeugübergabe, sondern wie du es auch schon gesagt hast, echt einen perfekten Tag ausgesucht, um einen Tag der offenen Tür hier den Einwohnern zu präsentieren. Ihr seid mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr gut aufgestellt. Einsatzabteilung, muss ich auch gar nicht so sagen. Ihr habt eine funktionierende Alters- und Ehrenabteilung. Und der Feuerwehrverein unterstützt, wie man es gerade gehört hat, auch sehr gut die aktiven Kräfte. Ihr macht eine beispielhafte Arbeit, das schon seit Jahrzehnten hier. Man kann sich stets auf euch verlassen. Ja, und das ist alles gar nicht selbstverständlich. Ne? Also diese Mitarbeit im Ehrenamt gerade heutzutage, es wird immer schwieriger, dass man überhaupt Freiwillige für so eine Arbeit überhaupt kriegen kann. Und da muss man einfach sagen, das Hobby, was wir hier ausleben, das ist auch sehr gefährlich. Und ja, trotzdem sind wir stolz, wir haben in der Gemeinde Vöhlweid über 300 Einsatzkräfte. Und wir geben gemeinsam alles, damit alle nicht alles verlieren. Auf der Jahreshauptversammlung, ob das der Marco ist, der Björn oder ich, da sind unsere Schlussworte stets die, dass ihr immer gesund und munter von den Einsätzen zu euren Familien zurückkommt. Bambini-Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, alle, die schon eben einmal aufgezählt worden sind, wir können den Prozess etwas abkürzen. Ich grüße euch alle recht herzlich. Auch die Grüße meiner Geschäftsleitung der Familie Neu möchte ich mit übermitteln. Und ich sage, alle guten Dinge sind drei, eben wie es schon angesprochen wurde. Ja, es ist dann sozusagen das dritte Auto, was dieses Jahr in der Gemeinde Vöhl aus unserem Hause in den Dienst gestellt wird. Und Weihnachten 22 war auch ein neues Auto der BTG in Benkhausen, ganz zufällig. Also der Landkreis Waldeck-Frankenberg ist scheinbar mir und uns gut und wohlgesonnen. So dass das auch alles, wir hatten da schon im Vorfeld das ein oder andere Gespräch gehabt, auch Karl Wilhelm, ne? Das war so. Und auch von meiner Seite her höchsten Respekt und Anerkennung, dass das alles so unproblematisch in der heutigen Zeit geklappt hat.
Es geht immer der Sache, es dient immer der Sache und der Rettung und Hilfe der Kunden, sage ich immer vorsichtig ausgedrückt als solches. Aber nichtsdestotrotz auch von meiner Seite her ein aller ganz herzliches Dankeschön. Diese drei Projekte haben Spaß gemacht, gemeinsam miteinander abzuarbeiten. Und es war ganz klar eine gemeinsame Arbeit, wo die klaren Willensbekundungen der drei Standorte auch zum Ausdruck gekommen sind. Und ich Feuerwehrkameraden, liebe Gäste, liebe Ehrengäste, im Namen des Feuerwehrvereins, aber auch in meiner Funktion als Ortsvorsteher des Ortsteils Obernburg, möchte ich mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass unser neues, in Anführungszeichen, TSFW nahezu spontan beschafft werden konnte. Blicken wir kurz zurück. Beim Brand in Dorf Itter wurde der Aufbau unseres TSFW durch die Verpuffung der TS vollständig zerstört. Plötzlich, von einem Moment auf den anderen, stand Obernburg ohne Feuerwehrfahrzeug, ohne TS und nahezu ohne feuerwehrtechnische Ausrüstung da. Jetzt hätte man ja denken können, ach wunderbar, wenn jetzt nachts mal die Sirene geht, dann brauche ich nicht aus dem Bett zu springen, die halbe Nacht mir um die Ohren zu schlagen, sondern ich drehe mich einfach wieder rum und schlafe weiter. Aber nein, das funktioniert natürlich nicht. So hat niemand gedacht, ganz im Gegenteil. Am Weiterschlafen ist in so einem Moment nicht zu denken. Eher ein Gefühl der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, man ist quasi zum Nichtstun verdammt. Die Feuerwehr gibt der Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit. Im Notfall sind sowohl die eigene Wehr als auch die Wehren der umliegenden Orte zur Stelle, um Gefahren abzuwenden und Hilfestellung zu leisten. Sicherlich, wenn Obernburg kein Fahrzeug hat, sind die umliegenden Wehren auch noch da. Aber die paar Minuten, die diese Nachbarwehren allein durch die Anfahrt automatisch länger brauchen, die könnten gegebenenfalls entscheidend sein. Von Diemelsee gemacht, wir haben euch gerne geholfen. An dieser Stelle darf ich gratulieren zum neuen Aufbau im Namen der Feuerwehr Diemelsee, aber auch im Namen von Bürgermeister Volker Becker, der heute leider hier nicht anwesend sein kann. Ja, es ist eigentlich alles schon gesagt. Interkommunale Zusammenarbeit ist uns in Diemelsee wichtig, haben wir wirklich gerne gemacht. Und ich denke, so kann doch nur die Zukunft in der Feuerwehr aussehen. Wir müssen näher zusammenrücken, wir müssen interkommunal immer mehr zusammenarbeiten. War aus unserer Sicht ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich wünsche euch hier einen schönen Nachmittag noch in Obernburg. Und wenn ihr mit dem Fahrzeug in den Einsatz fahrt, kommt bitte gesund wieder nach Hause. Dankeschön.